Hallo und willkommen zurück bei mir auf Kanal des Gamer und so, hier mit der FIFA 23 Karriere mit Borussia Mönchengladbach. Meine eine Aufnahme ist leider hinüber von den Tonen, also von der Soundausgabe, beziehungsweise auch von meinem Mikrofon. Es hat nämlich nichts reagiert, warum auch dieser Part jetzt ein Tag später kommt. Aber ich hoffe, es macht euch nichts aus und ich hoffe, euch gefällt diese Gladbach Karriere weiter. Und ich wollte erstmal euch die neuen Transfers zeigen, die im letzten Part eigentlich passiert sind. Die habe ich einmal hier aufgelistet. Wir haben Malacia für 33,8 Millionen geholt. Wir haben Simon Weidel verkauft für 1,5. Benno haben wir uns geholt für 15 Millionen. Kabak haben wir für 16,6 Millionen geholt. Kraus haben wir nach Leverkusen verliehen. Enmadja haben wir uns für 20,2 5 Millionen geholt. Wolf haben wir für 14,4 Millionen an die PSV verkauft. Moser haben wir an Lubin für 1,4 Millionen verkauft. Cabral haben wir für Asame verliehen an Wallis Sarsfield. Dann haben wir für 950.000 Thomas an Giresunspor in die Türkei verkauft. Frei haben wir verliehen am FC Andorra, das wird unser nächster Torhüter, der aufgebaut wird, der soll Spielpraxis und so sammeln und sich gut entwickeln. Dann haben wir Kai Wagner für 13 Millionen an Newcastle United verkauft. Jakob Brun Larsen haben wir für 6,4 an Club Brügge verkauft. Und an RB Leipzig haben wir für 20 Millionen unseren Ito verkauft, der jetzt offiziell für Rasenballsport spielt. Und damit würde ich auch sagen, mit dem Transfer Überblick, den ich euch gegeben habe, hier, was passiert ist, welche Spieler uns hier geholt haben. Gehen wir auch jetzt direkt ins Spiel gegen FC Bayern München. Willkommen hier im Sonders Park Stadium. Natürlich auch die Allianz Arena eigentlich gemeint. FC Bayern München empfängt uns am ersten Spieltag. Die Borussia Mönchengladbach aus den Niederrhein, die Elf, die Fohlen-Elf, wie sie hier präsentiert wird. Mal gucken, wie die Saisonauftakt klappt, wie alles überhaupt funktioniert, ob wir vielleicht nochmal nachlegen müssen. Das werden wir sehen. Wir sind zwar nicht international dabei, haben erstmal dadurch ein wenig Ruhe. Da können sich die Spieler auch nochmal ein bisschen besser entwickeln. Wir haben nicht so viel Rumrotierung. DFB-Pokal müssen wir weiterkommen. Und hier ist Sommer im Tor, Sotolo, Bastoni, Tah, Kimmich, Iniesta, Mount, Olmo, Sekitelen, Kolomoani und Coman, die bei der FC Bayern hier im Fokus stehen. Und da ist ein Götze wieder, ich glaube, das ist sogar Mario Götze, der bei der FC Bayern wieder da ist. Auch wenn ich mir gerne wieder zu Dortmund wieder zurückwünschen würde, aber das ist was anderes. Dazu gehen wir einfach mal ein. Und wir starten mit Nübel, Malacia, Benoit, Weigel, Geiger, Emeja, Kangeli, Koto und Höylund. Natürlich mit Jarodir und Wagnermann. Koto ist Brasilianer, den haben wir von Manchester United letzte Saison noch hohe Verpflichtung gemacht, weil sein Vertrag ausgelaufen ist. Und jetzt spielt er erst bei Jahren das erste Mal gut dabei. Unsere Verteidigung steht bis hier mal richtig gut und Nübel hält diesen Ball, der mittlerweile auch eine 83er Gesamtstärke hat. Jetzt wird Zeit, dass er sich auch in dieser Saison mal wieder unter Beweis stellt, bevor er wieder von irgendwelchen Spielern von uns abgelöst wird. Wachowski ist auch mittlerweile wieder da als Zweithüter, leider aber ohne irgendwelchen Pluspunkten. Und jetzt müssten wir hier weiter Gas geben und das war ein guter Ball auf Koto. Und da ist Höylund das erste Mal gut da. Höher am Weigel ist jetzt hier da. Höylund mit dem Abschluss. Und da ist das Tor. Wir führen mit 1:0 gegen den FC, gegen den großen FC Bayern. Der Torschütze mit der Nummer 10 bei uns heißt Höylund. Ecke für Bayern, die sich hier auch direkt ausführen. Und jetzt setzt Bayern uns unter Druck. Jetzt dürfen wir uns keine Fehler erlauben und Nübel hält schon wieder den Ball. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen auf die Ecke von FC Bayern München. Da ist die Ecke ausgeführt worden. Wir sind gut mit Jarodir da gewesen. Jetzt gibt es den kurzen Abstoß und
Hier ist Wagnermann, der jetzt auch mal wieder glänzen kann. Aber so glänzt man halt natürlich nicht. Wagnermann muss halt wieder zurückrücken. Almedjar ist da mit zurück und kommt da zum Glück rechtzeitig noch ran. Jetzt müssen wir sehr doll aufpassen. Den Ball haben wir schon mal gut geklärt. Angeli setzt hier sich komplett ein. Das war ein Foul an Angeli sogar. Und dann starten wir mit dem frischen Zweiten. Oh, ist das sogar ein Foul von uns anscheinend? Das habe ich jetzt so nicht gesehen. Angeli ist dann nämlich derjenige gewesen, der da richtig beiseite geschubst wurde. Aber jetzt müssen wir halt nur mal ein bisschen besser aufpassen. Malasia macht das hier ganz gut. Geiger ist hier auch unterwegs gewesen jetzt. Wir müssen halt natürlich aufpassen und Nübel wieder mit der Parade. 41. Minute beziehungsweise 42. Minute Nübel mit der nächsten Brustparade. Kimmich jetzt mit dem mit der Ecke. Die bekommen wir gut unter Kontrolle. Emerger gibt mir den Kopf voraus. Und jetzt müssen wir weiter aufpassen. Und das machen wir auch sehr stark wieder an dieser Stelle. Kutu. Oder wie man ihn ausspricht. Das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht das schnell auf Höylund. Der kann schießen. Höylund mit dem 2:0 in der 47. Minute. Torschütze. Mit der Nummer 10. Höylund. Und jetzt Bayern wieder durch. Und wir können diesen Ball nicht halten. Bayern mit durch Kolumani mit dem 1:2 Anschlusstreffer. Kutu ist jetzt mal im Alleingang hier durch und Sommer hält diesen Ball. Das wäre erst 3:1 gewesen. Wir bekommen die Ecke. Kangeli bringt sie. Höylund mit dem Kopf. Und da knutscht er bei dem Pfosten. Ich glaube es nicht. Das war so eine gute Chance. Höylund rückt jetzt mit zurück, erobert sich direkt den Ball und die Flanke auf Almedjar kommt ziemlich gut. Almedjar aber nicht gut positioniert. Jetzt nochmal Almedjar mit der Flanke und da ist Kutu und der verzieht diesen Ball aber ordentlich. Genau, macht das richtig gut hier. Will den Ball nochmal auf Almedjar spielen, scheitert aber leider. Jetzt kommt der Gegenangriff von Bayern München. Bono muss hier ran, kommt hier aber nicht hinterher und Charodia sichert hier nochmal ganz gut ab. Und jetzt geht es weiter nach vorne und den Ball müssen wir besser spielen mit Geiger, das definitiv. Und jetzt sind wir nochmal da mit Nübel. Er hält uns hier zum Glück noch die Führung. Gucken, wie lange das noch gut gehen kann. Kangenli jetzt auf dem Weg nach vorne. Die Flanke auf Kutu. Jetzt kommt der Matcher nochmal. Da ist Stach. Der bekommt den Ball aber direkt wieder weg vom Fuß. Genau, hier mit der guten Grätsche nochmal. Und die Mannschaft zeigt Kampfgeist. Den Kampfgeist, den wir uns letzte Saison erhofft haben, den müssen wir jetzt diese Saison mitbringen. Besonders jetzt gegen den großen FC Bayern und gegen andere Vereine. Das war Abseits von dem FC Bayern und jetzt holen wir noch Marida rein. Hier ist Höylund, schickt noch Marida. Rieder gerade eingewechselt und mit dem guten Schuss aufs Tor von Jan Sommer. Und jetzt kommt Bayern nochmal. Benau sichert hier gut ab. Malasia auch sehr stark unterwegs tatsächlich. Ich habe Malasia auch noch nie in der Karriere geholt, aber diesmal in der Gladbach-Karriere. Und das war, sollte eigentlich ein guter Schuss werden, ist er aber nicht geworden. Kutu kommt da auch nicht mehr ran. Jetzt müssen wir weiter durchhalten. Die letzten paar Sekunden sind hier noch zu spielen. Und der FC Bayern ist die erste Niederlage in Sicht. Ja, ist die erste Niederlage für den großen FC Bayern. Und die ersten 3 Punkte für uns, für Borussia Mönchengladbach. Und mit diesen 3 Punkten starten wir direkt rein ins nächste Spiel. Auf Florian Dimmer verlässt uns für 1,8 Millionen nach Sturm Graz. Und wir kommen am 2. Spieltag im Borussia Park. Wir Borussia Mönchengladbach empfangen den Hamburger SV hier jetzt im Niederrhein.
der Neuaufsteiger aus der zweiten Liga. Der Dino ist zurück in der Bundesliga, hier bei uns in der Karriere. Und das weckt Erinnerungen auch wieder. Und die Mannschaft von dem HSV sieht eigentlich ziemlich gut aus, aber nicht so gut. Ich glaube auch nicht, dass sie die erste Liga halten. Aber heute gibt es mal wieder eine Rotierung. Bei dem Spiel ist nämlich ein Spieler wieder fit geworden, den wir gekauft haben. Aber der ist auch verletzt angekommen. Hier standen wir mit Nübel, Malasse, Bonau, Kabak, Wagnumann, Weigel, Geiger, Emeja, Kangeli, Kutu und Bayer. Natürlich ist es Ozan Kabak, der jetzt hier neu reinrotiert ist. Wagnumann und so müssen alle nochmal spielen. Die sind alle noch nicht so fit, wie sie sein sollten. Und da ist der neue Capitano auch von dem HSV. Der sagt mir auch gar nicht, der Capitano. Aber dazu jetzt hier mit Rapp, St. Louis, Lenzo, Bakuno, Rotas, Bibilla, Nemeth, Königsdörfer, Bennis, Darling und Thea, die hier natürlich beim HSV in der Startaufstellung komplett stehen. Und damit würde ich auch sagen, starten wir jetzt rein. Und da ist der erste Schuss vom HSV. Direkt in der vierten Minute klingelt es. Königsdörfer müsste der Torschütze hier sein zum 1:0 gegen uns. Das war ein sehr schnelles Umschaltspiel tatsächlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Der HSV jetzt zum ersten Mal mit der Ecke. Und die drängen uns auch so langsam hinten rein. Und das dürfen wir eigentlich gar nicht zulassen. Und der Ballverlust war jetzt auch nicht der beste, den man sich jetzt hier erhoffen konnte. Und Wagnumann bekommt den leider unglücklich an die Hand. Das hat man leider gesehen. Da prall am Fuß. Und dann springt der Ball an die Hand nach oben. Wagnumann schlägt ihn nach unten. Ja, das ist sehr bitter, hier nochmal eine Aufnahme. Zack. Der HSV kann jetzt zum 2:0. Natürlich hier in Führung gehen. Und das ist Königsdörfer gegen Nübel. Aber Nübel macht sie überragend. Die Nübel, die Krake, ist da, wo sie da sein soll. Ecke natürlich vom HSV. Und Nübel wieder mit der Parade. Sehr stark von ihnen diesmal. Und der HSV direkt zum zweiten Mal, beziehungsweise zum dritten Mal mit der Ecke. Und jetzt müssen wir doch mal langsam das gebacken bekommen, dass wir hier auch mal einen Angriff starten. Und da ist es Kangeli, der jetzt hier quasi durch ist, aber verliert den Ball noch an Moritz Heyer, müsste das gewesen sein. Da versuchen wir nochmal mit der Grätsche vorzukommen. Geiger jetzt hier nochmal richtig gut dabei. Und Kutu, der auch derjenige war, wo es zum 1:0 geführt hat. Und jetzt müssen wir mit Bayer schießen. Kommt hier leider nicht durch. Bayer auf Geiger. Und da ist es Emeja. Zum 1:1. Der Torschütze mit der Nummer 11 heißt Felix Emeja. Und Malazia ist sehr stark hier unterwegs. Emeja mit Kangeli auch. Kangeli verliert diesen Ball hier jetzt leider. Und HSV direkt mit dem Angriff, aber da kommen wir noch mal mit Geiger hin. Und jetzt ist Benau da mit der guten Grätsche. Und den Ball verlieren wir auch direkt, weil der Pass nicht so gut gespielt wird. Und jetzt müssen wir auch direkt weiter Gas geben, hier an den HSV zu bleiben. Und das machen wir sehr stark gemacht, überhaupt allgemein. Kangeli nicht mit so einem guten Kopfball auf den Mitspieler. Aber Malasia muss hier jetzt nochmal hin. Geiger, der nochmal hier stratzt und ackert. Das machen wir bis hierhin eigentlich relativ gut. Wir verteidigen sehr, sehr passiv. Aber dafür müssen wir sagen, steht es aktuell noch 1:1. Und das ist das, was uns erfreut. Der HSV natürlich mehr Aufsteiger mit ein bisschen mehr Motivation drin als wir. Und das war zum Glück ein Abseits, was hier zum Glück auch von dem Schiedsrichter, Assistenten oder Assistentin eher gesehen wurde. Sehr stark, hier sieht man es nochmal ganz knapp, da war die Fußspitze. Das ist unglücklich für den HSV. Ecke nochmal für den HSV, kurz vor Halbzeitpause. Jetzt
ist hier auch Bayer gefragt in der Verteidigung. Und Nübel hält diesen Ball und damit müssen wir jetzt auch in die Halbzeit gehen. Und jetzt müssen wir hier diesen Pass gut durchstecken. Maxi Bayer. Und das wäre doch so ein schönes Tor gewesen, Junge. Und jetzt ist Kutoma da und Rapp, der hält gerade für den HSV. Wir jetzt mit der Ecke und die müssen wir gut reinkriegen und das bekommen wir gar nicht gut hin. Und jetzt den Abschluss für den HSV, der jetzt hier seit 55 Minuten immer noch das 1-1 sicher hält, genau wie wir. Wir sind aber normalerweise auch stärker, das darf man auch nicht vergessen, aber aktuell muss sich die Mannschaft ja auch noch einfinden, was man ja gegen Bayern zum Beispiel ganz gut gesehen hatte. Der Kampfgeist ist wieder da und dazu sollten wir dran anknüpfen und das sollte auch mit dem Sieg, ein Sieg gegen den HSV eigentlich machbar sein. Auch wenn es kein Sieg wird, ein Unentschieden reicht mir auch schon. Weil Neuaufsteiger sind sowieso immer ein bisschen härter drauf. Und da kommt Julian Weigel mit dem Schuss und Rapp ohne Probleme. Jetzt müssen wir hier nochmal ran. Wir kommen da nochmal ran. Und Rida mittlerweile auch drin für M-Major reingekommen natürlich. Und jetzt Wagnermann mit der Flanke. Die kommt aber nicht auf Kangeli unten an. Und da ganz unglücklich jetzt. Von Emmett müsste es gewesen sein und wir holen für Kutu mit Thielemann rein. Und da ist es Dennis Geiger, der jetzt mal hier schießt. Aber kommt nicht durch die Abwehr. Jetzt genau auf Malasia. Malasia, der jetzt hier mal ein bisschen Tempo anzieht und wir hier jetzt auch extrem gut dabei sind. Wagnermann muss dahin, kommt dahin, macht das alles sehr, sehr stark und ja, die Flanke kommt auch nicht an, aber der HSV kommt gerade nicht aus der eigenen Hälfte raus. Das, was wir uns immer schon versucht haben aufzuspielen, dass die Mannschaften nicht mehr bei sich hinten rauskommen, dass wir weiter mit Chancen sind, das setzen wir jetzt in dieser Situation hier oben. Wir geben einen Schuss nach dem anderen ab, bleiben aber jedes Mal in der Wand hängen, also beziehungsweise in der Abwehr, nicht in der Wand, aber dazu ist es Malasia, der hier nochmal klärt. Und jetzt ist der schnelle Thielemann unterwegs. Thielemann, was macht der Junge? Er versucht nochmal in die Mitte. Und da ist natürlich ein Abwehrspieler vom HSV zu sehen, zu finden. Aber das machen wir jetzt extrem auch noch gut. Das machen wir auch noch gut. Ein perfektes Deutsch mal heute wieder. Wir holen für Julian Weigel kommt Niklas Dorsch. Und damit ist der Apfel vorbeigesehen. HSV kriegt den Angriff nicht nochmal. Wir trennen uns hier im Borussia Park im eigenen Stadion 1:1. Das ist auch schon mal ein Punkt mehr. 4 Punkte in 2 Spielen. Lässt grüßen. Wir starten auch rein direkt ins nächste Spiel. Fabio Cherudia verlässt uns für 2 Jahre nach Benfica Lissabon, die hier jetzt erstmal die 2-Jahres-Leihe antreten. Er soll natürlich sein Potenzial auch nicht verlieren, aber soll dafür umso stärker wieder. Und wir kommen am 3. Spieltag in der Pre-Zero Arena bei der TSG von Hoffenheim, natürlich in Sinsheim. Und das versuchen wir heute auch wieder mit 3 Punkten oder vielleicht doch nur mit einem Punkt nur. Mal gucken, wie stark Hoffenheim in Kollektiv allgemein jetzt wird. Natürlich tritt hier auch 2 Spieler an mit Bayer und Geiger, die ja hier für die TSG schon gespielt haben, auch in dieser Karriere. Und natürlich nicht zu vergessen, lasst ein Abo da, da würdet ihr mir sehr mithelfen, auf die 1000 Abonnenten zu kommen. Und natürlich hier mit Fernando, Enzuki, Fofana, Pavard, DJ Sung, Becker, Afine, Gian, Williams, Sands, Brooks und Skoff sind hier bei der TSG am Start in der Startaufstellung. Und vergesst nicht, einen Like da zu lassen und natürlich in die Kommentare zu schreiben für den Algorithmus, dass mehr Leute sich auch das als Vorschlag bekommen. Wie gesagt, mit jeder Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Und hier starten wir mit Nübel, Netz, Burger, Mogala, Skelly, Weigel, Geiger, N-Major, Kangeli, Thielemann und Bayer diesmal heute rein. Die Innenverteidigung ist rotiert mit Netz, Burger, Mogala und Skelly.
neu rein rotiert ist auch mit Tielemann. Und das war es erstmal auf diesen Positionen. Geiger aktuell Capitano. Jetzt ist Imager vorne, versucht mit dem Schuss, kommt aber nicht durch. Und jetzt müssen wir halt ordentlich aufpassen. Und das müsste jetzt hier unser Burger sein. Genau, das macht er sehr stark. Von ihm mal wieder was zu sehen. Ist auch mal was Schönes. Ein vertrautes Gesicht. Maximilian Bayer. Natürlich, wie ich es angesprochen habe, aber auch Dennis Geiger gehört dazu. Der wird hier nicht angegeben. Wird ja nur ein Spieler immer angegeben. Ob Dennis Geiger oder Maximilian Bayer. Und Hoffenheim auch direkt im Angriff. Wir müssen hier diesmal ordentlich aufpassen. Und da ist das Foul passiert. Da gibt es einen Elfmeter. Lukas Netz war zu ungestüm. Und jetzt natürlich müssen wir aufpassen mit dem Elfmeter. Da sind wir zu ungestüm vom Netz. Denn kommt gegen Nübel nicht ran. Und Nübel mit der Weltklasse Parade hier im Elfmeter. Der war sehr hart, sehr gut geschossen. Damit geht es weiter mit der Ecke. Die Ecke für Hoffenheim wird kurz ausgeführt. Jetzt müssen wir aufpassen und Nübel passt hier sehr, sehr stark auf. Jetzt müssen wir weiterspielen. Wir sind hier natürlich auch eine der Favoriten mittlerweile. Wir müssen oben mitspielen. Das ist unsere Pflicht. Maxi Bayer jetzt mit der ersten Torchance. Und da ist es. Der Torhüter von der PSG, der hier sie in den, im Spiel hält, Nummer 27 hier. Da habe ich leider den Namen vergessen, ich glaube das war Fernando. Aber das machen wir jetzt sehr stark und Hoffenheim hier mit dem Feuerrückzieher sehr akrobatisch. Und ja, ihr könnt mir auch in die Kommentare mal gerne schreiben, ob ihr das gerne sehen wollt, dass ich halt aus verschiedenen Bereichen immer das Tor des Monats raussuche aus dem Video und ob ihr das überhaupt denn auch sehen wollt, das wäre eine gute Frage mal an euch, weil das würde ich tatsächlich dann auch machen und würde nicht immer eine Karriere kommen, aber dafür würde auch ein Video kommen mit Tor des Monats. Gucke ich, welchen Monat das ist, was wir da für Spiele gemacht haben. Aber natürlich auch Tor des Monats gegen uns, was wir hier dann kassieren, würde ich auch machen. Nicht nur von uns, sondern allgemein Tor des Monats. Wenn jetzt die TSG jetzt ein Tor des Monats machen würde, was für euch ein Tor des Monats wäre, dann schreibt auch in die Abstimmung rein, welche Spieler es sind, dann würde ich auch das so kommentieren tatsächlich. Und jetzt müssen wir aufpassen nochmal. Hier ist Nübel auf Position, passt auf und jetzt geht's weiter mit Tielemann. 33. Minute, jetzt der nächste Angriff von uns und jetzt die Flanke. Kangeli kommt da leider nicht mehr hin, das war abzusehen. Und da ist Lukas Netz, der aber nicht so ein guten Schuss drauf hat. Lukas Netz, jetzt auf die Flanke von Felix Imager, kommt hier mit dem Schuss leider nicht durch. Aber ein sehr schöner Versuch und mal eine Flanke, die ankam. Nach langer Zeit, Kangeli jetzt hier gut durchgestartet. Maxi Bayer mittendrin, Kangeli hier nochmal. Und da muss Jürgen Weigel ran, der hier aber leider nicht mehr rankommt. Und jetzt geht es sehr schnell über Williams und da sind wir eigentlich auch noch relativ gut dazwischen und Burger, der hier sehr stark dabei ist. Imager verliert den Ball leider wieder, weil er den Haken nicht schlagen will, den ich angegeben habe, aber dafür gehen wir erstmal in die Halbangelie. Kriegt den Ball jetzt über außen und da ist Tielemann in der Mitte, da müssen wir noch mal hin. Wir müssen den Ball irgendwie noch mal versuchen gerade zu bekommen, bekommen wir aber nicht. Hoffenheim jetzt mit dem nächsten Angriff und das macht auch Burger wieder sehr stark hier, auch wenn es ein taktisches Foul gewesen wäre. Und da war es das Abseits von der TSG und Burger kriegt jetzt erstmal die Gelbe dafür. Wir holen aber jetzt erstmal Niklas Borsch rein. Und da ist Maxi Bayer, der jetzt hier mittendrin ist.
Und Kangendi muss hier nochmal was bringen, bringt er auch sehr stark. Der Ball kommt leider nicht auf Bayer an, kein nächster Torversuch für uns. Und da wäre es ein taktisches Foul auch von Niklas Dorsch jetzt gewesen. Und jetzt muss Netz aufpassen. Wir machen das eigentlich sehr stark aktuell in der Verteidigung. Und jetzt Burger. Jetzt müssen wir da ran. Burger sehr stark. Und jetzt Kangeli muss durchstarten. Er startet durch. Und jetzt geht es hier mal ganz schnell der Seitenwechsel. Thielemann ist schnell unterwegs. Jetzt kommt die gute Flanke auf Bayer. Torschütze mit der Nummer 9. Heißt Maximilian Bayer in der 63. Minute. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wir dürfen das nicht aus der Hand geben lassen jetzt hier. Und da ist Skelly, der macht den weiten Raum. Hier natürlich jetzt auf Bayer, Thielemann und natürlich Rieder beide vorne. Taktisches Handspiel. Wir und nicht Hofmann für Angeli rein. Lee Jae-sung. Jetzt hier wieder Lee Jae-sung auf Skoff. Skoff ist hier durch. Und da kamen wir natürlich mit Skelly nicht durch, aber auch nicht dran. Und da kommt Nübel sehr stark von ihm. Das machen wir sehr stark. Maxi Bayer, der hat Tempo. Er muss jetzt Tempo bringen und er wird gelegt. Es muss die Karte geben. Es gibt die gelbe Karte an dieser Stelle. Es wäre auch für mich rot gewesen für Van Gundes. Das darf so nicht sein. Das ist viel zu hart gegen so einen Spieler. Klaas Dorsch muss jetzt zu Iheanacho rüberziehen und wir kommen hier nicht mal ran und da gibt es den nächsten Elfmeter für die TSG. Diesmal ist es Mogalla, der zu spät kam. Leider sehr stark eigentlich von ihm bis jetzt, ein starkes Spiel neben Burger. Und jetzt wieder, was wird passieren? Wird Nübel der Held sein? Nein, Nübel hält sich bei dem Ball nicht. Er wird ausgeguckt und damit steht jetzt 1-1 in der Frisur-Arena. Maxi Bayer ist jetzt mal wieder durch und er macht das doch noch. 86. Minute, Torschütze mit der Nummer 9 heißt Maximilian Bayer, Torfabrik. Maxi Bayer jetzt angeschlagen, aber holt nochmal diesen Kracher raus. 80. Minute. Und damit endet auch gleich dieser Part nach diesem Abpfiff. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Hoffenheim spielt die Fehlpässe. Wir müssen es besser machen. Wir machen es besser. Wahrscheinlich, aber auch nicht so gut. Damit kommt der Abpfiff. Wir gewinnen das nächste Spiel. Das gegen die TSG. 2 Siege, 1 Unentschieden. Das nenne ich einen guten Saisonauftakt. Also sogar einer der besten Saisonauftakte, die wir hatten. Und damit würde ich mich auch für heute verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann ihr dieses Video halt schaut. Und damit würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Part. Euer Gamer Hanso.